Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Support-Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns nochmal den Monat Juni 2023 an, was ist so passiert, welche Highlights gab's, kurz zusammenfassen, was alles so anstand und wir gucken kurz auf den Monat Juli, was anstehen wird. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Juni. Also im letzten Video habe ich ja gesagt, dass der Mai halt sehr anstrengend war. Flife Universe Release mitten in meiner Klausurphase, komplettes Tohuwabohu, einfach nur Chaos pur. Davon würde ich sagen, habe ich mich mittlerweile erholt und zumindest jetzt die letzten zwei Wochen wieder mehr Videos auch gemacht. Einzige, was halt wahrscheinlich bleiben wird, ist, und ich kann es nur immer wieder betonen, also ich mache mittlerweile zwei YouTube-Kanäle zeitgleich und alles komplett alleine und streame noch täglich und arbeite eine 39-Stunden-Woche in einem dualen Studium. Und das alles kostet sehr viel Zeit, deswegen ist es manchmal einfach unmöglich, gewisse Dinge zu tun, weil einfach keine Zeit mehr da ist. Also manchmal habe ich wirklich, ich weiß, ich will fünf Sachen machen, habe fünf Stunden, die fünf Stunden reichen aber nicht und dann muss ich immer eine Sache nicht machen, weil einfach die Zeit ausgeht. Und das ist sehr frustrierend. Muss ich mal gucken, wie das sich so entwickelt. Vielleicht kann ich das im Sommer ein bisschen beheben, wo ich ja momentan doch vermehrt Homeoffice habe, also Minimum zweimal die Woche aktuell, was schon echt hilft. Aber, naja, ich meine, da muss ich ja trotzdem arbeiten sozusagen und kann ich da nebenbei, also ich meine, man kann ein bisschen nebenbei für sich machen, das natürlich schon, da will ich nicht lügen. Das ist ja auch der Vorteil vom Homeoffice, sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Aber, ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich da dann 10 Stunden Videos bearbeiten kann und dann die nächsten zwei Wochen gar nichts machen muss oder so. Das funktioniert so leider nicht und ja, mal schauen, wie es so weitergeht. Aber momentan denke ich ja, habe ich einen ganz guten Rhythmus gefunden. Entweder es kommen Stream-Aufzeichnungen und das Highlight-Video des Streams, was immer halt alle Drops, Level-Ups, lustige Witze, für mich zumindest, lustige Situationen, Fails, Upgrades und so weiter beinhaltet. Wenn sehr viel im Stream passiert ist, also mal angenommen, ich upgrade jetzt ein Set plus 10 live oder sowas, also irgendwas, was schon, naja, ein bisschen besonders ist, dann kommen halt auch mal zwei oder drei Videos über den Stream. Und in solchen Fällen wird es dann wahrscheinlich zukünftig so sein, dass an solchen Tagen vermutlich kein viertes Fly-Video kommt. Weil ich habe jetzt einfach gemerkt, vier Fly-Videos am Tag, gut, den Stream sowieso, der ist nochmal extra, der ist ja für die Leute, die die Streams eigentlich nicht schauen können oder halt verpasst haben oder was auch immer. Die meisten Leute schauen sich immer nur die Zusammenfassung an, Highlights oder die Upgrades. Und das heißt, noch ein viertes Video obendrauf ist eigentlich für jeden too much, weil dann jeder eigentlich schon ein oder zwei gesehen hat oder vielleicht sogar drei. Und ein viertes, irgendwo ist dann einfach Schluss. Und außerdem kostet das auch alles Zeit, also alle Thumbnails und so weiter und so fort. Das macht sich auch alles nicht von alleine. Und von dem her, ja, ist jetzt quasi der Rhythmus wahrscheinlich für die nächste Zeit. Auch da kann es natürlich sein, dass ich es mal nicht schaffe und dann an einem Tag nicht so ist. Aber grundsätzlich wird jetzt die nächste Zeit so aussehen. Und das, wie gesagt, war jetzt die letzten zwei Wochen im Juni schon. Anfang Juni habe ich es probiert, da hat es noch nicht ganz hingehauen, weil ich da, wie gesagt, noch so nachgearbeitet habe. Aber jetzt quasi läuft es eigentlich wieder. Das heißt, Stream, Highlights, Highlights oder Stream, Highlights, Video. Sozusagen. Heute zum Beispiel ist so ein Fall, wir hatten Stream, Highlights, Highlights und jetzt noch dieses Video. Ist nicht direkt ein Fly-Video, deswegen habe ich es jetzt trotzdem noch für heute sozusagen geplant. Spätabends, 8:30 wird es wahrscheinlich. Aber ja, das ist halt so, das genau. Und ja, mein Zweitkanal, wie gesagt, der kommt halt noch oben drauf. Also 3 bis 4 Videos auf einem Kanal plus noch mindestens 2 Videos auf dem Zweitkanal habe ich da aktuell. Ja, wie gesagt, also das merkt man einfach, also das ist nicht wenig, das ist sehr viel Zeitaufwand, den man da hat und genau, da freut es mich aber, weil wir da in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht haben, was vor allem die Abonnenten angeht, da sind wir jetzt bei über 800 Abonnenten, 820 glaube ich gerade, roundabout. Der Link zum zweiten YouTube-Kanal, der sich nur um Genshin Impact dreht, by the way, ist in der Videobeschreibung und genau. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch mal vorbeischaut. Da ist jetzt quasi die Road to 1000 Abonnenten, ist bald vollendet. Ja, ich habe echt keine Ahnung gehabt, wie lange das so dauert. Ich meine, seit ich meinen ersten YouTube-Kanal gemacht habe, ist es Ewigkeiten her. Damals ging es tatsächlich verhältnismäßig schnell, weil ich da ein bisschen Glück hatte, muss man auch sagen. Und sehr viel Geld ausgegeben habe. Also das war so klassisch gezwungenermaßen sozusagen. Also ein bisschen den Erfolg auch irgendwo gekauft, kann man fast sagen.
Also jetzt nicht direkt gekauft im Sinne von Abonnenten gekauft oder so, sondern gekauft im Sinne von Videos gemacht, wo man dann einfach so viel Geld verbrannt hat, welches man auch nicht wiederbekommen hat durch irgendwie YouTube-Einnahmen, nicht mal ansatzweise. Und ja, dadurch ging das damals relativ schnell. Aber das war schon so lange her. Und ich fand das einfach funny, mal wieder so eine neue Challenge. Und genau, das freut mich auf jeden Fall. Ich habe da jetzt auch eine kleine Genshin Impact Community sozusagen aufgebaut, die nochmal komplett separat ist jetzt von der Live Community. Oder nicht komplett, aber naja, nahezu. Und genau, also wenn ihr an Genshin Impact interessiert seid, schaut auf jeden Fall vorbei. Hauptsächlich lade ich dort Achievements, Guides, Gameplay hoch. Sehr viele Infovideos, alle Gewinnaktionen, die es gibt. Genshin Impact veranstaltet andauernd irgendwelche Gewinnaktionen, da einen Überblick zu behalten und vor allem, was man auch immer machen muss, ist gar nicht mal so einfach und weil einfach viele Leute nicht täglich sich da informieren, mache ich das halt quasi sozusagen als Service und all solche Videos könnt ihr da erwarten. Also auf jeden Fall alles, was wichtig ist, werdet ihr niemals verpassen, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt. Genau. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon für den Juni. Get Digital hab ich noch die Juni-Lootbox hier liegen. Die hätte eigentlich noch am 30. kommen sollen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, wie gesagt. Manchmal fällt einfach was weg. Aber ich habe da zum Glück keine Deadline bekommen. So ist auch nicht. Und fairerweise muss man sagen, die Lootbox kommt auch immer zum Ende des Monats. Also immer in der letzten oder vorletzten, Ende der vorletzten Woche. Also so 22., 23. Das heißt, du hast da jetzt auch nicht so irgendwie, die liegt jetzt hier nicht seit 30 Tagen rum und ich habe es einfach nicht gemacht, sondern ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt hier schon seit Wochen liegt. Ja, also jetzt ist die zweite Woche quasi. Und die werde ich aber auch morgen wahrscheinlich aufhebeln. Und das ist dann wahrscheinlich vorerst die letzte Get Digital Lootbox. Mal schauen, ob wir in der Zukunft noch was machen zusammen. Ist auf jeden Fall auch cool gewesen. Wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall die anderen Lootbox-Openings von Get Digital an. Und genau, das kommt jetzt quasi die nächsten Tage noch. Und sonst ist für den Juli eigentlich nichts extrem Krasses geplant. Also Live-Content-mäßig, ja, lasse ich mich überraschen, genau wie ihr. Also es kommt halt immer drauf an. Momentan sammle ich halt viele Materialien zum Upgraden dann mal. Weil ich habe jetzt halt sehr viele Products. Die FCON-Preise sind utopisch. Also noch mehr Products anzuhäufen ist fast unmöglich. 20 S-Products kosten 1 Milliarde. Also ja, da kann man, also ich meine, ja, werde ich wahrscheinlich schon noch machen. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen upgraden, einfach mal um zu gucken, wo ich denn aktuell mit meinen S-Products überhaupt hinkomme. Weil dann kann ich auch besser einschätzen, wie viel brauche ich noch und so. Also einfach mal so ein bisschen. Und ich denke auch, der F-Coin-Kurs wird jetzt irgendwann stoppen. Also ich schätze mal, bei 700 bis 800 Mio wird wohl irgendwann trotzdem mal Feierabend sein. Weil ja, es wird viel gebottet und ja, es wird jeden Tag heftig gegrindet. Aber man muss ja überlegen, wenn wir jetzt wirklich mal 1 Milliarde sagen würden, 1 Milliarde F-Coin auf FEC, dafür müsstest du halt als normaler Spieler, sag ich mal, mit normalem Equipment, sag ich mal, durchschnittlich wird jetzt der normale Spieler so um die 50 Mio ab Level 120 roundabout pro Stunde machen. 40 bis 60. Kommt drauf an, was man noch alles mit einrechnet. Wenn wir jetzt alle Drops, einschließlich Karten, Power Dice, Food, alle, wirklich alles einrechnet, dann sind es vielleicht nochmal 10 Mio mehr. Aber sagen wir mal so roundabout 50 bis 60, sowas in dem Dreh. Und dann würde der normale Spieler roundabout 20 Stunden Penya Grind brauchen, um 1 KF, 20 Stunden für 10 Euro. Das ist einfach nicht, das ist nicht sustainable. Das kann sich nicht halten. Ja. Irgendwo muss das Penya auch herkommen. Auch Botter und so, auch mit einbezogen. Irgendwann muss einfach Schluss sein. Irgendwann kann es einfach nicht mehr weiter steigen. Irgendwann geht jedem das Geld aus, wenn die Preise so utopisch sind. Muss ich das nur mal auf der Zunge zergehen? Das sind 10.000 F-Coin für 10 Milliarden. Ja, also das, irgendwann ist das einfach nicht mehr ein Ding. Also ich denke mal, das wird es demnächst stoppen. Und dann wird sich das vielleicht auch wieder ein bisschen normalisieren, beruhigen. Vielleicht wirkt auch Gala ein bisschen positiv auf uns ein, indem sie uns noch eine Cash-Up-Aktion reinballern mit 20% mehr Items, beziehungsweise alle Items 20% billiger oder 20% mehr F-Coin oder so. Das würde natürlich auch extrem helfen. Könnte auch negativen Effekt haben, dass die F-Coin-Preise noch schneller steigen. Aber ich glaube, der hauptsächliche Grund, warum sie momentan so steigen, ist auch hauptsächlich, weil viele Leute gar nicht mehr cashen. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem, dass kaum jemand F-Coin verkauft oder zu wenige Leute. Genau, jetzt habe ich mich ein bisschen zu sehr ablenken lassen. Es geht ja eigentlich nicht um Flife. Genau, aber wie gesagt, für den Juli eventuell einige Upgrades geplant, also zumindest zwei vielleicht, aber kommt drauf an, wie es läuft. Also kann ich nicht hundertprozentig sagen, was passieren wird. Und ja, wie gesagt, dann noch das Get Digital Opening und ansonsten ist tatsächlich nichts wirklich geplant.
Ich lasse es auf mich zukommen. Jetzt ist halt der Sommer. Ich persönlich habe in den letzten Jahren immer gemerkt, im Sommer, ja, ist doch ein bisschen weniger los, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Also die besten Monate sind eigentlich Dezember und Januar, kann ich so aus meiner fast 10-jährigen Fly-Erfahrung sagen. Dezember, Januar und immer halt, wenn irgendwas Großes passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel nächste Woche ein fettes Update kommen würde, Levelerweiterung, eine neue Klasse, keine Ahnung. Ich meine, gut, das wäre natürlich auch sowas Klassisches, wo dann natürlich alles wieder heftig angekurbelt wird. Aber wir sind jetzt momentan in so einer richtigen Down-Phase. Die letzten großen Updates sind ein paar Monate her. Der neueste Server oder der FEC-Server hat nicht mehr wirklich Hype. Die meisten Leute haben entweder wieder aufgehört oder sind halt irgendwo stuck am Grind, haben nicht mehr so viel Spaß dran wegen den F-Coin-Preisen, wie gerade schon gesagt oder so. Also jetzt, momentan, wie gesagt, in diesem Schwung holen und im September mit dem neuen Update wird es dann erst wieder richtig abgehen. Zusätzlich ist es halt auch noch Sommer. Viele Leute sind jetzt im Urlaub oder Ferien oder verbringen mehr Zeit draußen. Das merkt man jetzt halt trotzdem ein bisschen. Und ja, genau. Das ist jetzt so momentan die Situation. Aber gut, mehr wollte ich euch gar nicht sagen. Also, wie gesagt, einfach so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, wieso. Der Zustand ist, ich meine, stressig ist es immer, das will ich nicht leugnen. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, wie viele Videos das pro Tag alleine schon sind. Und dann kann man ja die Videolänge mal zwei rechnen mit der Nachbearbeitungszeit, die das Ganze mit sich bringt, also mindestens. Und also außer den Stream jetzt natürlich, ich meine, ich bearbeite den Stream keine 9 Stunden. Also Stream ist die einzige Ausnahme davon. Aber ansonsten, wie gesagt, Videolänge mindestens mal zwei und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie lange man da am Tag wirklich dran sitzt und dann noch den Stream und die normale Arbeit dazu, das ist schon wirklich heftig. Genau. Und ja, damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Danke euch auf jeden Fall besonders für euren Support auf Twitch, auf YouTube, Kanalmitglieder, Twitch-Subscriber. Besonderer Dank geht an euch auf jeden Fall. Aber auch danke an alle, die sich nur die Videos angucken, liken, kommentieren. Schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt. Über das normale Video angucken, Stream angucken, was natürlich auch cool ist, keine Frage. Auch das unterstützt natürlich gewaltig. Aber wenn ihr euch denkt, okay, ich will was auf Amazon kaufen und den Boy unterstützen, einfach auf den Amazon-Link klicken. Das wird dann in den Cookies gespeichert. Und wenn ihr dann was kauft, nachdem ihr auf den Link geklickt habt, dann kriegt ihr eine kleine Provision, hat für euch keinerlei Nachteile. Und ja, ansonsten die anderen Links sind ähnlich. Affiliate-Links, ziemlich selbsterklärend. Social Media, ich habe heute tatsächlich nach, keine Ahnung, 5 Monaten mein Instagram-Bild hochgeladen für meine 56 Follower auf Instagram. Also auch da könnt ihr vielleicht mal reinschauen. Ich habe auch TikTok, da habe ich auch schon ewig nichts mehr hochgeladen. Ja, mal schauen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Flive, Genshin Impact, Spielestyler, wie auch immer. Haut rein. Ciao, ciao.